jedenfalls auch entschieden, euch nicht da oben hinzusetzen und mit Mikro zu arbeiten, weil so haben wir viel mehr die Möglichkeit, Interaktion zu haben. Ihr könnt direkt Fragen stellen an unsere Referenten. Wir können nachher diskutieren. Insofern wollen wir das so weit wie möglich hier halten. Wir können das nachher ein bisschen umbauen, dass man sich zwischendurch vielleicht mal anlegen kann, wenn wir in den Praxisteil gehen, dass hier nicht 8 UEs so auf der Turnbank sitzt. Das kriegen wir dann schon hin. Mein Name ist Tim Brentis, ich bin beim DBB für das Thema Mini-Basketball zuständig. Mein Kollege Christian Steinberg macht dasselbe bei der Basketball-Bundesliga bzw. beim Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds. Wir sind zusammen verantwortlich für dieses Programm Mini-Trainer-Offensive jetzt im dritten Jahrgang. Die Damen und Herren hier in Schwarz sind unsere Trainerstudierenden oder unsere dazugehörigen Referenten. Die ersten beiden von heute Vormittag ist einmal der Jürgen Maßmann aus Baden-Württemberg und der Marius Huth von Alba Berlin, die uns heute Morgen einen Einstieg machen werden. Am Nachmittag übernehmen unsere portugiesischen Gäste und zum Abschluss macht Christian dann das Thema Kinderplus-Sport, Basketball Akademie. Wenn zwischendurch Fragen sind, die Referenten werden sicherlich sagen, wie sie sich das wünschen, ob zwischendrin oder am Ende. Im Zweifel müsst ihr einmal kurz eine Minute warten, aber fragt alle eure Fragen, nutzt die Gelegenheit, dass ihr die Leute hier habt. Wir haben hinten neben der Tür den neuen Mini-Basketball-Leitfaden hingelegt, da kann sich jeder hinterher einen mitnehmen, unsere anderen Materialien. Wir haben euch eine Auswahl von Bällen dahin gepackt. Wer in Frankfurt war beim Tag des Mini-Basketballs, kennt das schon. Verschiedene Möglichkeiten, leichtere Basketbälle, kleinere Basketbälle, alternative Bälle für Kindertraining. Und rechts neben der Tür auf dem Kasten ist die Teilnehmerliste. Wer sich nicht online anmelden konnte, kann sich da einfach nachtragen. Wichtig ist, dass wir die E-Mail-Adresse lesen können, weil wir euch hinterher den Link zu dem Video von heute und zu den Skripten und so weiter, das wollen wir euch natürlich im Nachgang dann auch noch zuschicken. Genug Organisatorisches. Basketball bitte. Danke. Okay. Moin zusammen, auch von meiner Seite. Wie gesagt, die erste Dreiviertelstunde relativ theoretisch. Auch eigentlich, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Ein sehr individuelles Thema, weil jeder Basketballtrainer diese Situation vielleicht schon mal erlebt hat. Deswegen würde ich mich freuen, wenn einfach Feedback kommt. Ne? Wenn ihr denkt, okay, das war vielleicht bei mir so oder bei mir ist noch eine andere Situation, einfach mal reinfragen. Auf Situationen reagieren. Mini-Trainer haben andere Probleme als ja, U16 JBL-Trainer. Das haben unsere Studenten gestern wieder erfahren, als bei einer ganz frischen Gruppe das Training machen wollten. Und manchmal passiert etwas, was, ja, was man nicht erwartet. Jetzt wollen wir mal ein bisschen beispielhaft durchgehen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn irgendetwas passiert, ich sollte mir Gedanken machen, warum etwas passiert. Warum reagiert das Kind genauso, wie es gerade reagiert? Kinder müssen sich entwickeln, gerade im sozialen Bereich, im körperlichen Bereich, im psychologischen Bereich. Und da passiert sehr, sehr viel. Und gerade wenn irgendwas passiert, wenn sie was verarbeiten, dann reagieren wir einfach. Wir müssen uns Gedanken machen, auch über die Ursache, weil dann wissen wir auch, in welcher Form ich deeskalierend eingreifen kann. Unser Hauptziel beim Training ist immer, dass das Training weiterläuft. Also das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich 60 Minuten Mini-Training habe, dass ich 15, 20 Minuten darauf verwende, mich um ein Kind zu kümmern und die anderen 13, 14 Kinder nehmen Ball und werfen irgendwie wild durch die Halle. Hauptziel muss immer sein, die Kinder, Großteil der Kinder, immer am Laufen zu halten. Das heißt, sobald etwas passiert, sobald ein Kind irgendwie Probleme macht, nehme ich mir das Kind und ich versuche aber das Spiel am Laufen zu halten. Das ist das oberste Ziel. Gerade kurz angesprochen in den Ursachen. Kinder verarbeiten ein Geschehenes Stunden später. Das heißt, wenn die Stress in der Schule hatten, wenn die Stress in der Familie haben, Eltern trennen sich, irgendwas, es kann einfach sein, dass eine Kleinigkeit ausreicht, dass sie einfach anders reagieren. Dass sie Stress machen, dass sie pöbeln, dass irgendwas ist. Diese Voraussetzungen des Kindes müssen wir immer im Hinterkopf haben. Und das kann sich von Stunde zu Stunde, von Training zu Training einfach ändern. Heute ganz lieb und morgen ganz anders. Man geht in jedes Mini-Training rein, als wenn ihr immer eine neue Gruppe habt. So ein Ticken lauter? Ticken lauter? Ja, das wäre okay. Super. Dringend, ja, danke. Jedes Training ist anders.
ganz, ganz wichtig, ihr als Trainer habt die Aufsichtspflicht bei Mini. Bei einer U14, U16, die kommen alleine, die gehen alleine. Wenn da einer eine halbe Stunde eher gehen muss, dann sagt er, okay, ich muss zum Geburtstag, ihr geht eine halbe Stunde eher, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Wenn ein 7-jähriges Kind die Halle verlässt, alleine, ohne Elternteil, ohne Aufsichtsperson, da habt ihr mal richtig ein Problem. Wenn 7-jährige Kinder im Geräteraum rumtouren und sich verletzen, da habt ihr ein Problem. Ihr seid verantwortlich, ihr als Übungsleiter werdet sogar mit der Pflicht in Rechenschaft gezogen, kostentechnisch, wenn etwas passiert. Ihr habt die Aufsichtspflicht, ihr müsst aufpassen. Das heißt, ihr müsst dementsprechend auch klare Regeln haben. Ein 16-Jähriger, der weiß, dass er im Geräteraum nicht rumtouren darf, wenn der sich verletzt, ist es seine eigene Schuld. Ein 6-7-jähriges Kind macht es einfach. Ihr müsst dafür Sorge tragen. Ganz, ganz wichtig, für mich auch ein Anliegen, wenn ihr Abteilungsleiter seid, Jugendkoordinator seid, nehmt bitte keine 15-, 16-jährigen Kinder, um Minis zu trainieren zu lassen. Jemand, der nicht erwachsen ist, sollte keine Minis trainieren. Das geht eigentlich nicht. Er kann als Co-Trainer dabei sein, keine Frage, aber er sollte nicht hauptverantwortlich eine Minimannschaft spielen. Er ist selber noch nicht mündig und darf im Prinzip nicht wirklich auf 7-jährige, 8-jährige Kinder leiten. Co-Trainer sehr, sehr gerne. Viel zu lang, begeistert fürs Trainer-Dasein, nimmst du dazu, aber bitte nicht alleine. Grundregel des sozialen Verhaltens. Ich habe da sehr gerne immer einen Vergleich, wo die Familie, wo das Kind herkommt, aus was für einem Rahmen gekommen. Wenn ihr das Training macht, bestimmt ihr die Regeln. Ich gebe immer gerne die Empfehlung und sage, seid ganz konsequent. Lasst keine Kleinigkeiten einreißen. Lasst kein Auslachen einreißen. Lasst kein Pöbeln einreißen. Lasst kein Schubsen einreißen. Lasst keine körperliche einreißen. Alle sozialen Verhaltensweisen versucht sofort zu stoppen. Das bringt immer Stress und es steigert sich. So, erstes kleine Beispiel. Was mache ich, wenn ein Spiel einfach mal nicht funktioniert? Ich habe mir ein Spiel überlegt, ich starte mit dem Spiel und das funktioniert. 10.11 Uhr, jeder ist schon wenigstens 2 Stunden wach. Hast du das Spiel an, den Kindern, den Geburt der Kinder entwickelt oder wie ein neues Spiel? Okay. Statt 20 Minuten mache ich 15 Minuten. Okay? Wer lieber die Idee? Fragen, warum funktioniert es nicht? Fragen, warum? Wir sollten in eine Diskussion gehen mit Kindern. Was heißt überhaupt funktioniert nicht? Funktioniert das nicht so, wie ich es wollte? Oder okay. Spielen die Kinder irgendwie anders einfach, aber spielen? Funktioniert nicht, die Kinder wollen nicht spielen, das Spiel. Okay. Aus irgendeinem Grund. Aber das ist schon mal eine gute Frage. Ich muss überlegen, was nicht funktioniert, wenn, wieso es nicht funktioniert. Also die Ursache zu erklären. Manchmal kann man die Ursache nicht erkennen. Manchmal gibt es einfach keinen Grund. Aber was ist unser oberstes Ziel? Wir wollen, dass die Kinder weiter spielen. Man sollte nicht versuchen, sich gegen die Kinder durchzusetzen und sagen, mach es. Dominant sein. Dass die Kinder darauf reagieren, ist, sie bauen Aggression, also sie bauen Gegenpart auf. Wenn man aggressiv ist, wenn man was erzwingen will, dann sagen sie, nee, ich lasse mich nicht zwingen. Das ist bei den Minis nicht unbedingt das Ideale. Allerdings müsst ihr auch aufpassen, dass ihr nicht zum Spielball der Kinder werdet. Ja, die Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie sagen, ach nee, das ist ein Spiel, das gefällt mir. Ich tue mal jetzt so, als wenn es geschenkt geht. Ich sage dem Trainer, nee, Spiel war anderes und der Trainer spielt was anderes. Ihr seid immer noch der Entscheider. Das ist ganz, ganz wichtig. Abbrechen, nächste Übung, nächstes Spiel nehmen. Ich wähle dann immer gerne ein Spiel, wo ich weiß, das funktioniert immer. Jeder hat ein Spiel, bei dem wir wissen, oder eine Übungsform, da spielen die Kinder gerne. Das ist ganz gleich aufzubauen. Und dann wechsle ich direkt zu dem Spiel.
mache es in der Regel so, wenn ich merke, dass es nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, ich sage, okay, noch eine Minute, noch zwei Minuten, also bevor es eskaliert sozusagen, und sage, dann Spielende, dann das nächste Spiel. Also diesen Mittelweg. Also nicht durchbringen, aber auch nicht bestimmen lassen, ich breche sofort. Der Trainer muss der Entscheidungsträger sein, was ich gerade gesagt habe. Dürft nicht den Kindern das Gefühl geben, die können euch beeinflussen, die können euch sagen, was ihr machen könnt. Dieses Problem habt ihr selten, wenn ihr viele Spiele habt und viele Spiele wechseln. Wenn ihr jede Woche das gleiche Spiel spielt, dann denkt ihr, oh, das ist nicht schon wieder, und, oh, das hatten wir letzte Woche schon, aber das ist langweilig. Wenn ihr viele Spiele habt, viele Spiele im Wechsel habt, immer was Neues habt, kommt dieses Problem immer selten. Seid einfach variabel in den Spielen und spielt sie. Das nächste spielt die Spiele nicht zu lange. Und 15 Minuten Richtwert, wenn es super läuft, natürlich auch länger. Wenn es dann nicht läuft, dann seid halt 10 Minuten. Aber viele Spiele nicht zu lange forcieren, ohne Veränderungen, ohne Anpassungen, dann kommt das Problem immer seltener auf. Seinen eigenen Ärger zurücknehmen. Damit meine ich, dass jeder Trainer ja eigentlich einen Trainingsplan macht und sagt, oh, ich will heute das und das machen. Und seinen Ehrgeiz hat, ich will das auch durchziehen. Ich mache mir nicht eine 4 Stunden Gedanken und will die 60 Minuten maximal gut ausnutzen. Bei den Minis heißt es manchmal, diesen Ehrgeiz einfach runterschreiben. Wenn es einfach nicht so richtig perfekt funktioniert, dann funktioniert es einfach nicht so richtig perfekt. Ich habe ja nächste Woche immer noch Zeit daran zu arbeiten. Also manchmal ein bisschen entspannter mit seinen eigenen Zielen rangehen und sagen, okay, das oberste Ziel ist, dass die Kinder spielen, dass die Kinder Spaß haben, dass die Kinder nach dem Training nach Hause gehen und sagen, hey Mama, das war wieder cool, das hat Spaß gemacht. Dann habe ich das nächste Training. Dann hat man sein oberstes Ziel erreicht. Daran sollte man dann Ehrgeiz messen. Und als zweitens dann sagen, das will ich inhaltlich. Was mache ich, wenn ein Kind plötzlich nicht mehr mitmacht? Das sind die nächsten Fallbeispiele, ist immer so eine kleine Steigerung. Der Tim sagt einfach beim Spielen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das macht er oft. Ja, na, das Kind vielleicht kurz zur Seite nehmen, das Spiel weiter laufen lassen und ihm erklären oder erstmal fragen, warum möchtest du nicht? Und das Kind sagt, ich habe heute keine Lust auf das Spiel. In dem Sinne, Spiel doch einfach, im Endeffekt für die Gruppe. Jeder hat mal ein Spiel, was er nicht mag, und das nächste Spiel gefällt dir wahrscheinlich lieber. Und dann kannst du dich da wieder ausbauen. Aber mach aufgrund der Freude für die andere, für die ganze Gruppe, mach einfach mit. Du hast beim Buch gelesen, ne? Ja, na klar. Auswendig gelernt. Hat das jeder verstanden, was er gesagt hat? Welcher Seite war das? Ist auch ganz gut so, da kann ich auch noch was sagen. 126. Also Ursache kann viele Gründe haben, wenn ein Kind einfach nicht mitmachen will. Das ist selten, dass es sagt, das Spiel macht mir keinen Spaß, wenn 14 andere spielen. Kann aber auch sein, es kann auch einfach sein, dass das Kind auf Kontra ist. Dass es einfach gefrustet ist, dass es einfach schlecht drauf ist, aus irgendwie ein Grund. Oberste Ziel, Spiel geht weiter, Training geht weiter. Was ich dann gerne mache ist, Tim ist jetzt das Beispiel für Tim, komm mal bitte her. Ich mach mich klein. Ich hole das Kind zu mir auf Augenhöhe. Nee. Auf Augenhöhe und frag, was los ist. An dieser Zeit, wenn ich so mit den Kindern kommuniziere, sehe ich immer noch die ganze Gruppe, die ihr Fangspiel spielt, die, keine Ahnung, einfach ein Spiel spielt und rede mit ihnen. Und kann dann sagen, kann dann genau reagieren. Ihr solltet ein Kind nicht zu viel Empathie gegenbringen. Das bedeutet, es sollte nicht denken, hey, wenn ich jetzt maule, dann bin ich der König, dann bin ich der Mittelpunkt und alle richten sich nach mir. Also schon um den Kind kümmern, aber nicht sagen, okay, von dir ist das ganze Training abhängig. Du bist nicht der Entscheider. Du
stehst nicht im Mittelpunkt. Du darfst jetzt mal neben dir hin sein, komm, ich kümmere mich um dich, aber alle anderen spielen trotzdem weiter und haben Spaß. Tipps, Kind Zeit lassen. Manchmal braucht es einfach 2-3 Minuten Ruhe und dann spielt es wieder mit. Ohne Konsequenzen weiterspielen lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig, bestraft die Kinder nicht. Kinder, die ihr bei solchen Sachen bestraft, ja, die potenzieren dann nachher ihre Probleme. Die sind gefrustet. Ich hatte letztens ein Kind, der wollte prinzipiell keine Übung machen mit den anderen. Ich wollte lieber alleine den Dribbel versetzen, hatte auch super viel Spaß dabei. Aber Übung, nein. Geil. Da habe ich, auch nicht hingekriegt und mit ihm gesprochen und alles auf Augenhöhe. Aber ich habe keine Antwort von ihm bekommen. Also er komplett dicht gemacht hat, nur vor sich hergestellt hat, wie ich das gefragt habe. Ich habe gefragt, warum möchtest du das machen? Du möchtest. Er hat dann auch immer gesagt, wenn ich spiele, bekomme ich den Ball wieder. Er war halt neu. Dann werde ich den Ball bekommen. Dann werde ich gesagt, bekomme ich den Ball dann. Dann mach die Übungen mit, dann ist es besser. Dann geben deine Mitspieler öfter den Ball. Aber es hat, ich hab sie nicht. Ich habe danach auch mit dem Vater gesprochen. Und da hat sie das Problem mehrere Sportarten schon. Er hat Fußball gespielt, ich glaube, bei Hockey hat er gemacht. Und der wollte das überall. Was ich nicht kriege, komme ich dann gleich dran. Wo ist das Problem bei diesem Kind? Dieses Kind hat das Gefühl, dass es nicht mehr Gruppe gehört. Dieses Gruppenzugehörige. Er ist immer der Mitläufer, immer der Anfänger und er ist immer derjenige, mit dem die Kinder nicht spielen wollen, den sie nicht den Ball geben wollen, der immer so ein bisschen anders ist. Manchmal sind das auch noch Kinder, die so vom Elternhaus so ein bisschen weggeschoben werden. So, beide Eltern arbeiten viel und kommt da Zeit, da hast du 2 Stunden in der Halle und da hast du Zeit, 2 Stunden in der Halle. Was brauchen diese Kinder? Also das müssen Kinder lernen. Das ist so eine Gruppenlernphase im sozialen Bereich, im Umgang in der Gruppe, sich selbst finden. In diesem Lernbereich sind Miniskinder. Was brauchen diese Kinder? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass diese Kinder das Gefühl haben, nicht ausgelacht zu werden, anerkannt zu werden. Also dass das einfach auch im Vorfeld schon eine ganz große Rolle spielt. Ganz klar Regeln aufstellt. Ganz wichtiger Punkt. Und dann halt wirklich Erfolgserlebnisse letztendlich herstellen, auch in der Gruppe Erfolgserlebnisse herstellen. Also Spiele vor allem, die halt nicht den Einzelnen betonen, sondern eher das Erfolgserlebnis der Gruppe betonen und dieses Kind da genau involviert werden. Also ich habe 2, 3 richtig wichtige Drehschrauben. Das erste ist ganz richtig gesagt, alles, was das Kind bloßstellt mit Auslachen, mit ah, nee, den wähle ich nicht, wenn Kinder die Mannschaft wählen. Alles, was das Kind bloßstellt, vermeiden. Okay, sofort sozial sagen, alles auslachen, direkt stoppen, nein, möchte ich nicht. Das zweite bitte, nicht von den Kindern die Mannschaften wählen lassen, sondern ihr macht die Mannschaften. Wenn ihr dann Mannschaften macht und Aufgaben in den Mannschaften vergibt, dann könnt ihr auch diesem Kind erstmal eine Aufgabe geben, sagen, okay, du bist der Entscheider dieser Mannschaft, du bist der Captain dieser Mannschaft, du verteilst die Aufgaben. Wer wen verteidigt, wer wen deckt, wer was macht, das ist einfach so, dass ihr ihm so ein bisschen helft. Wählt Spiele, die zum Beispiel Fangspiele, die einen ganz häufigen Wechsel haben zwischen Fänger und Gefangenwerden. Wo auch der Schnellste gefangen wird und wo auch der Langsamste eine Chance hat, jemanden zu fangen. Das ist das, wo du meinst, aus der Gruppe nicht aussortieren, dass es positive Erlebnisse hat. Genau sowas braucht er. Der braucht ein bisschen mehr Empathie. Der braucht auch, dass der Trainer ihn versteht, das Gefühl, dass der Trainer ihn versteht, dass der Trainer zuhört, dass er jemand ist, der sich um ihn kümmert. Gerade wenn die Kinder so ein bisschen weggeschoben werden. Das ist ein Kind, da braucht man ein bisschen mehr Empathie. Und die danken das Kacke. Behaltet bitte im Hinterkopf, ihr als Trainer, ihr seid eine ganz, ganz wichtige Bezugsquelle. Kinder, junge Kinder, 7-8-jährige Kinder kommen zum ersten Training, weil sie den Trainer toll finden. Sagen, oh, der ist ja nett, das ist cool, der ist lustig. Und die Sachen, die er macht, sind auch schön. Aber der Trainer, ihr als Person, seid ganz, ganz wichtig. Und wenn du ihn, Chris, als Freund gewinnst, aus seiner Sicht, hast du gewonnen. Dann macht er alles. Dann ist nur die Schwierigkeit, ihm beizubringen über die Zeit, hey, du kommst nicht meinetwegen, du kommst, weil Basketball cool ist. Ich bin auch cool, aber Basketball ist doch viel cooler. Das ist dann das, was er nachher lernen muss, damit er auch nachher dabei bleibt, wenn du dann eine andere Mannschaft trainierst oder
gegenüber voneinander halten. Aber so ein Kind mehr Nähe aufbauen. Da wirklich so ein bisschen hinsetzen, mal fragen, wie es in der Schule war, hilft unglaublich. Wirklich unglaublich. Gut, nächste Situation. Das Kind will nicht nur mitmachen, es bockt. Wird so ein bisschen aggro. Eine Ursache, Kind hat keine Lust auf dieses Spiel. Ah, nicht schon wieder, will ich nicht. Kind wieder zurück machen. Was ist die Gefahr, wenn ein Kind sagt, ah, das ist langweilig, nicht schon wieder wegfahren, das ist blöd. Genau, das ist wie ein Virus. Es geht, ups. Best Body sagt, nur weil mein guter Freund das sagt, sage ich auch, ey, das will ich nicht spielen. Nicht, weil er nicht spielen will, sondern einfach, weil mein bester Kumpel das sagt. Sofort rufen, am besten noch, bevor der sich so äußert, ist er schon so ein bisschen lustlos und macht was anderes. Erkennen. Keine Kinder anstecken lassen. Diesem Kind machen wir genau das, was du gerade gesagt hast. Man kann Kindern logisch erklären, es gehört dazu, bei einem Spiel auch dann zu spielen, wenn es euch nicht Spaß macht. Kinder haben noch Probleme, Regeln zu erkennen. Die leben noch im Rollenverständnis. Sie müssen erst lernen, Regeln zu akzeptieren. Regeln sind pädagogische Vereinbarungen. Bedeutet, der die Regeln aufsetzt, hat einen Nutzen davon, aber der die Regeln befolgen muss, hat auch einen Nutzen. Und die Kinder müssen diesen Nutzen dieser Regeln verstehen. Und wenn man dem Kind erklärt, guck mal, wenn wir ein Spiel spielen, das du gerne spielst, und der und der und der, die spielen nicht mit, dann funktioniert das Spiel nicht. Und allein durch solche kurzen Auszeiten, die man denen erklären kann, wenn man den Tim dann im Arm hat, funktioniert es. Oder man kriegt die Kinder langsamer. Weiterer Tipp ist wieder, viele verschiedene Spiele, häufiger wechseln, kommt weniger und dann klappt das schon. Steigerung. Das Kind weint. Kennt doch jeder. Jeder Minitrainer hat schon wenigstens mal ein Kind, das geflennt hat, oder? Sonst seid ihr kein richtiger Minitrainer. Sag ich mal. Ist doch wahr, oder? Also die ist nicht nur, weil ich hingefallen bin und mich wehgetan habe, sondern aus irgendeinem anderen Grund. Oder weil die nur bei mir, das liegt an mich. Nein. Nee, ne? Passiert schon mal, oder? Emotionale Steigerung. Wieder wichtig dafür zu sorgen, dass das Spiel nicht weiterläuft. Kind sofort zu sich nehmen, Spiel weiterlaufen lassen. Je emotionaler das Kind ist, desto ruhiger müsst ihr sein. Okay? Wenn ein Kind weint, ihr schreit das Kind an. Jetzt hör auf damit! Halt dich rum! Ihr könnt ein Handtuch holen. Das ist kein Ende. Je emotionaler ein Kind ist, desto ruhiger müsst ihr sein. Meine emotionale Reaktion möchte einen Gegenpart haben. Okay? Es gibt zwei große Gründe. Es gibt diese Nesthäkchen-Kinder, die einfach Aufmerksamkeit haben wollen. Dann kann man das so ein bisschen ignorieren. Ne? Dann kann man sagen, okay, hier, Magdalena, kurz Zeit lassen, an der Seite lassen, wenn sie wieder mitspielen will, dann kann sie wieder mitspielen. Dann nicht so viel Empathie. Wenn es Kinder sind, die wirklich Probleme haben, soziale, psychologische oder manche Kinder körperliche, Kinder, die ganz, ganz groß sind, ganz schlaksig sind und mit ihrem Körper Probleme haben oder klein und gedrungener, da passiert das auch. Die sollte man dann wirklich ein bisschen Empathie zeigen, zu sich nehmen und ein bisschen gut machen. Ganz wichtig wieder, wenn es ruhig ist, darf wieder mitspielen. Kinder weinen nicht unbedingt, um das Training zu stören. Die weinen auch nicht, um euch zu ärgern. Die machen das nicht persönlich. Die müssen Sachen verarbeiten. Häufig ist es, dass sie Sachen verarbeiten müssen. Deswegen nehmt es bitte nicht persönlich und lasst es einfach ruhig weiterspielen. Und straft. Wie siehst du das, wenn solche Situationen gerade beim Minitraining und die anwesenden Eltern sind, um die Kinder zu machen? Deswegen frage
deswegen eine Frage. Ja, ich sage nur, weil wir das gestern schon hatten, das Thema Eltern in der Halle, es gibt da keine Antwort. Es gibt da wirklich keine Antwort. Es gibt Trainer und es gibt Eltern, wo es gar kein Thema ist, wo Eltern vielleicht dann bereit sind, sich wunderbar um das Kind kümmern, wenn es dann wirklich emotionale Probleme hat, wo alles okay ist. Die nehmen dir dann vielleicht den Job ab, dass du das Kind noch bei dir nehmen musst. Alles cool. Dann gibt es Eltern, die das Kind anschreien würden und irgendwas machen würden und das ganze Training wieder kaputt machen dadurch. Es gibt keine Antwort. Es gibt kein Idealfall. Nur mal sicher ist, Eltern aus der Halle. Dann können sie dich nicht stören. Dann kann das Negative nicht passieren. Aber ist es manchmal ganz schön oder für manche Trainer ganz gut, wenn sie nicht so erfahren sind, wenn sie viele Kinder haben, wenn sie jemanden dabei haben, der ihnen einfach hilft und unterstützt. Wenn man jemanden dabei hat, sagt, komm hier, wir haben zwei Gruppen, kannst du da zugucken und das funktioniert, ist auch super. Also es ist schwer zu sagen. Generell würde ich immer sagen, redet mit den Eltern, wenn ihr merkt, Eltern wollen da sein, redet mit den Eltern, wenn ihr das Gefühl habt, die helfen mir, dann bindet sie ein. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist ein Elternteil, das stört mich, dann tut mir leid, das lenkt die Kinder ab, das hilft mir nicht, es erschwert uns die Arbeit. Es wäre schön, wenn ihr einfach Kaffee trinken geht, einkaufen geht und dann wieder kommt und das Ganze. So ein bisschen Bauchgefühl und dann die Entscheidung. Aber es gibt leider kein Einhalt, also ich habe jedenfalls keins. Oder sind ihr sowas? Nicht anschreien, ganz, ganz wichtig, habe ich schon gesagt. Danke, Zeit. Was mache ich, wenn das Kind komplett die Kontrolle verliert? Also wirklich komplett die Kontrolle verliert. Richtig bockt, richtig schreit und sagt tschüss. Ich renne aus der Halle, ich gehe weg. Hier aus der Halle raus, Kind wohnt andere Ende der Stadt. 7 Jahre. Sag mal ganz laut. Genau, was mache ich? Ich habe noch 15 weitere Kinder. Laufe ich hinterher oder bleibe ich bei den Kindern? Minimalschaden. Okay, bleib bei den Kindern. 15 Kinder sind wichtiger als das eine, aber Mutter anrufen, Notfall rummachen ist ganz wichtig. Ihr könnt noch was machen. Ihr müsst die Eltern auf solche Situationen vorbereiten. Wenn ihr einen Elternabend macht am Anfang der Saison oder ein Turnier habt und die Eltern mit einladet und erklärt, euch vorstellt, erklärt, was abläuft oder wie das Jahr so laufen wird, wie das mit den Spielen, Turnieren ist, etc., würde ich auch sagen, Eltern, ich habe hier Minitrainer, ich habe 15 Kinder. Die Halle ist nicht abschließbar, weil immer welche rein und rauskommen. Wenn ihr Kind wegläuft, kann ich nicht hinterherlaufen. Ich würde sie sofort anrufen, ich würde die Polizei anrufen, aber ich bleibe bei den Kindern. Bitte, bitte, bitte sprecht nochmal auf euren Kindern, dass sowas einfach gar nicht geht. Ihr müsst die Eltern informieren, wie ihr reagieren werdet, was euer Plan ist. Ganz sicher. Das, was ihr machen könnt, ist für 10, 15 Sekunden in die Umkleide gehen. Es ist wirklich nur in der Umkleide und es ist ganz rausgelaufen. Wenn ihr ein Kind in der Gruppe habt, was vielleicht ein Freund von dem Kind ist, den könnt ihr kurz sagen, guck mal eben in der Umkleide, ist es ganz weg oder ist es noch da? Das ist doch so der Rahmen der Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, keine Chance, es ist weg, Telefon raus. Blöde Situation, will keiner haben, kommt auch ganz selten vor. Ich hatte bisher nur ein einziges Mal, aber ich habe mich gelernt, darauf vorbereitet. Das will man nicht. Nächster Hilfspunkt, je sensibler ihr seid, und je sensibler ihr die Kinder anguckt, wie die reagieren, desto mehr könnt ihr sowas vielleicht erkennen, dass ein Kind nicht
komplett rausdrehen. Weil das pusht sich auf. Es ist ganz selten, dass es von einer Aktion kommt, von einer kleinen kurzfristigen Aktion. Das ist meistens etwas, was sich so ein bisschen aufbaut und dann explodiert. Und häufig kennt ihr eure Kinder ja auch. Ihr kennt ja auch ein bisschen schwerere Kinder, leicht ADHS-Kinder, die einen leichten Touch in dieser Richtung haben, etwas extremer reagieren. Kein Kind stört die ganze Zeit das andere Kind. Hey, du, drück den, schubst den, mach den an. Was machen wir? Ein spezifisches Kind. Ein Kind. Alle anderen oder nur ein anderes? Ne, jeder, der gerade mal so eine Reichweite ist. Also nicht ein spezielles Kind. Was war die Frage? Ne? Was könnte die Ursache sein? Häufig Langeweile, Unterforderung. Wenn Kinder spielen, wenn sie Schlange spielen, nur ich muss warten, ruhig, die haben Langeweile. Das ist einfach nur so ein Wunsche. Das ist nicht böse gemeint, das sind einfach Kinder. Je länger die Pause haben, je länger die in der Schlange stehen, desto eher kommen solche Situationen. Das heißt, da möglichst aufpassen, dass sie kein klassische Schlange stehen. Nächster Punkt, Unterforderung. Das ist zwar eine Gefahr, weil das meiste Training im Mini-Bereich ist so schwer angesehen. Meistens überfordern wir die Kinder. Wir wollen zu viel. Wir haben zu wenig genug. Deswegen soll man mit den Aufgaben immer ganz langsam anfangen. Aber jetzt habe ich Kinder, die deutlich besser sind als andere. Und da muss ich dann das Gefühl entwickeln, dass ich ihnen eine Aufgabe gebe. Das ist erst ein bisschen schwieriger. Wenn ich zum Beispiel Slalom dribbeln habe in irgendeiner Form und ich bin eigentlich zufrieden, wenn die irgendwie da durchkommen, so richtige Anfänger, mit welcher Hand in Außenhand ist doch egal. Dann kann ich diesem Kind zum Beispiel sagen, okay, da nur die rechte Hand und dann machst du da nur eine Handwechsel und dann machst du da nur die linke Hand, dass du immer die Außenhand hast. Du kannst ihm diese Aufgabe dazu machen. In irgendeiner Form. Da muss man dann individuell so ein bisschen am Rad drehen, dass sie nicht in der Unterforderung ist. Unterforderte Kinder stressen mehr als überfordert. Schubsen, wenn das einmal anfällt, sofort und kann. Sofort sagen. Nein, will ich nicht. Warum? Der eine schubst, der andere schubst ein bisschen mehr zurück und dann wird ein bisschen mehr zurückgeschubst und dann wird es ja, schon vorbei. Sonst haben wir keine Eskalation. Und dann tut es weh und dann ist der blöd und dann sofort unterbrechen. Oder wünscht es so ein Sozialverhalten. Das müssen die Kinder lernen, dass man das nicht macht. Haben wir es angesprochen? Viele Spiele ohne Pausen. Mal beides. Wenn das nur ein Kind ist, das noch nicht gelernt hat, dann reicht es, um das eine Kind zu haben. Hast du eine Gruppe, bei der es ganz, ganz schwer ist, dann kannst du das doch mal wirklich an einem Beispiel der ganzen Gruppe erklären. Das muss doch ein bisschen Gefühl für entwickeln, was da eine sinnvolle Alternative ist. Aber manchmal ist es einfach besser, nur einem Kind zu erklären, weil dann das Training weiterlaufen kann. Ich versuche immer möglichst wenig komplett Unterbrechung zu haben. Hat man eh durch dieses Gerücht. Ja. Viele Spiele, Übungen ohne Pausen, kein Schlange stehen. Keine Anstehzeit. Und ihr werdet sehen, es gibt deutlich, deutlich weniger. Was da auch noch zugehört, kurz erklären. Spiele, Übungen kurz erklären, etappenweise erklären. Nicht hingehen und das ganze Spiel 5 Minuten lang erklären und alle Kinder sich eng auf den Haufen, kommt das Gleiche. Kurz erklären, maximal 60 Sekunden und dann geht das Spiel los, dann spielen sie 2-3 Minuten, könnt den nächsten Schritt erklären und dann spielen sie wieder 3-4 Minuten und dann könnt ihr die nächste Aufgabe erklären und dann läuft es. Was mache ich, wenn ein Kind nicht mehr mit einem anderen Kind zusammenspielt? Mit
Tim will ich nicht spielen, da verliere ich wieder. Da habe ich geärgert in der Schule, den ganzen Tag. Kennt ihr, Marius schmunzelt gerade. Ne? Hat jeder. Mit den schwachen Mächten mag viele Kinder nicht. Die Ursache kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass die gestern beste Freunde waren und heute Morgen in der Schule sie gestritten haben, sie richtig gestritten haben, und dann wollen sie nicht mehr. Der geschwächste Spieler, mit dem möchte man auch nicht zusammenspielen, weil da verliere ich ja. Der fängt ja keinen Ball, der kann ja nichts. Ich sag, ihr seid selber der Schuld. Ihr bestimmt die Mannschaft. Ihr wechselt die Mannschaft ganz häufig. Und dann ist das gar kein Thema mehr. Für die Kinder muss es normal sein, dass ihr die Mannschaft macht. Wenn ihr sagt, okay, wir gehen zu zweit zusammen, sagt ihr nicht, sucht euch einen Partner, sondern sagt, du. Ganz querverteilt. Jeder kann mal mit seinem besten Freund zusammenkommen und jeder kann mal mit seinem Ungeliebten zusammenkommen. Wenn ihr das dann noch wechselt, wenn ihr dann noch nach 30 Minuten mit einer Passübung oder Dribbelübung, je nachdem, was ihr mit zwei Leuten macht, wenn ihr dann nach 30 Minuten sagt, okay, Partner wechseln, du mit dem, dann ist das für die normal, mal mit dem zusammenzuspielen und mal mit dem nicht zusammenzuspielen. Genauso, wenn ich Spiele spiele. 3 gegen 3, 2 Minuten, Karl Friedrich, Mathilda wechselt die Mannschaft und weiter geht's. Frank Peter wechselt die Mannschaft und weiter geht's. Wenn ich ungerade Zahlen habe, die muss man irgendwie im Spiel 4 gegen 3 spielen auf den einen Korb. Dann wechsle ich jedes Mal nach Korberfolg der Vierermannschaft einen Spieler die Dreiermannschaft. Dann ist jeder mal im kleinen Team und jeder mal in dem anderen Team. Gar kein Problem mehr. So ein bisschen selber gemacht das Problem. Was mache ich, wenn ein Kind ausgeschlossen gemobbt wird? Mobbing ist ein psychologisches Dominanzgebärden von Kindern. Kinder machen das aus anthropologischer Sicht, das heißt, jahrelang hat sich nur der Stärkste durchgesetzt bei uns Menschen. Jahrtausende lang. Das auch schon als Kinder. Der Dominantere hackt auf den Schwächeren rum. Die Stärke setzt sich durch. Darwin'sches Prinzip. Die Kinder sind da ganz gemein. Sobald die merken, jemand ist schwächer, ich bin besser da, wenn ich den Schwächeren ein mitgebe. Deswegen mobben Kinder mehr als alle anderen. Die machen das aber nicht wie Erwachsene aus dem Grund, weil sie jemandem böse sein wollen oder jemandem wehtun wollen. Es ist eine menschliche Veranlagung. Die machen das aus der Natur heraus. Ist es etwas, was wir sofort unterbrechen? Es ist ein No-Go. Kinder müssen lernen, dass man es nicht macht. Wir haben es vor 2 Tagen versucht zu provozieren mit einem Spiel. Und die beiden Trainerstudenten, die ausgewählt haben, die waren so gut erzogen, die konnten das nicht mal mehr, als sie das eigentlich machen wollten. Aber man muss es einfach erlernen. Das ist Sozialverhalten, Fair-Play-Verhalten, was man erlernen muss. Und Kinder sind in dieser Lernphase mit Grundschulalter. Wenn ihr ein Kind habt, Beispiel, etwas kräftigeres Kind, etwas kleineres Kind, läuft in der Regel nicht so schnell wie alle anderen. Bei vielen Spielen nicht so beliebt, weil es kann nicht so schnell laufen. Fangspiele ist es außen vor. Dieses Kind wirft in der Regel sehr gut. Es hat einen besseren Wurf, es hat einen kräftigeren Wurf. Wenn ihr dann Wurfspiele macht, und es gibt ja noch einen entscheidenden für Wurfspiele gibt, dann steht es auf einmal da. Ne, dann hat es wieder eine Position und wird weniger gemobbt, weil ihr es ein bisschen hochgehoben habt, weil es ein Spiel ist, wo es gut ist. Wechselt die Spiele. Wenn ihr so ein Gefühl habt, oh, das eine Kind kriegt heute drauf, macht mal einen Wurf, dann macht das Spiel, was dieses Kind kann. Jedes Kind hat Stärken. Wir müssen sie auch manchmal wählen, auch wenn es nicht unbedingt Basketball ist. Wenn wir Fangspiele haben, sind wichtig, sind super Fangspiele, wählt Spiele, wo der Fänger ganz schnell wechselt. Nicht ein Fänger, großes Spielfeld, langsam skippt das Fänger, und hat keine Chance, andere zu fangen, sondern Fangspiele so wählen, dass man schnell und häufig
jeder gefangen wird, auch wenn er ganz schnell ist, und dass jeder eine Chance hat, jemanden zu fangen, auch wenn er lang hat. Was mache ich, wenn sich zwei Kinder am Ball streiten? Kinder wollen immer das Beste. King of the World, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Gleichbehandlung aller Kinder. Sie dürfen auch nicht darauf sagen, oh, das ist mich angegrinst, was den mag. Deswegen kriegst du den Ball sehr schwer manchmal. Hier gibt die Bälle raus, das Wichtigste. Hier gibt die Bälle raus, wechselt es auch. Also nicht diskutieren, bei mir ist es meistens so, die Kinder, die sagen, ich will unbedingt den Bund, ich will unbedingt den Bund. Aber ich wechsle auch ganz häufig die Bälle. Das heißt, wenn wir Ballfertigkeitsübungen haben, hochwerfen, platzen, fangen, dribbeln, irgendeine Form, wo jeder einen Ball hat, dann sage ich einfach, Ball raus, und mit dem, wieder mit einem und weiter. Dann kommt das Problem. Gut, das war's schon. Habt ihr noch ein paar Fragen dazu? Oder wollen wir direkt ein bisschen aktiver zu Marius übergehen? Musst du mich ja nicht fragen, musst du die anderen fragen. Also, keine Antwort, Marius. Aber Pause erstmal, ne? Ah, genau, Pause, Entschuldigung. Pause. Gute Trinkpause. Okay.